Ihr wisst alle, wie das Thema des heutigen Vortrags lautet. Es lautet Jonglieren für Fortgeschrittene oder buddhistische Praxis im Familienleben. Und das ist ein Thema, der zweite Teil, buddhistische Praxis im Familienleben, ist ein Thema, was mich sehr lange Zeit begleitet hat und was mir nahe ist, was mir wirklich am Herzen liegt, weil es die beiden Aspekte meines Lebens zusammenbringt, die mir am wichtigsten sind. Zum einen meine buddhistische Praxis und zum anderen die Tatsache, dass ich Mutter bin. Eine buddhistische Praxis habe ich seit Ende der 80er Jahre. Da bin ich dem Buddhismus begegnet und sofort hat für mich die buddhistische Lehre enorm viel Sinn gemacht und war sogar das Sinnstiftendste überhaupt, was ich bis dato kennengelernt hatte. Und ich kann sagen, dass seitdem ich ja für mich beschlossen habe, dass das mein Weg ist. Das ist mein Weg, das Streben nach Erwachen oder das Streben nach Weisheit, nach Mitgefühl, das in mir zu entwickeln, die Vorstellung, dass ich mich entwickeln kann, hin zu diesem Ideal von Erwachen, ist mein Weg und ist der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens für die letzten nahezu 20 Jahre gewesen. Mitte der 90er Jahre wurde meine erste Tochter geboren, also mein erstes Kind. Und das war ein anderer wichtiger Einschnitt in meinem Leben. Es war nicht geplant, aber es war eine große Erfahrung, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, die ihr selbst Kinder habt. Und ich merkte sehr schnell, dass das Muttersein mir sehr wichtig war, dass das etwas war, was ich sehr gerne machte und was ich auch gut machen wollte. Also auch ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben, das gut zu machen, da das Beste rauszubringen. Inzwischen habe ich 3 Kinder, habe ich vorhin erwähnt. Ich habe noch 2 Jungen bekommen. Ich habe 3 Kinder im Alter von 13 Jahren, 5 Jahren und 3 Jahren. Und noch immer kann ich sagen, dass ich gerne Mutter bin, jedenfalls meistens, nicht immer. Und dass ich immer noch es wichtig finde, diese Aufgabe gut zu machen. Das ist mir sehr wichtig. Und da das sozusagen meine beiden Leidenschaften im Leben sind, ja einerseits die buddhistische Praxis und andererseits mein Muttersein, meine Kinder, bin ich natürlich immer schon sehr interessiert daran gewesen, wo die beiden sich berühren, wo Berührungspunkte zwischen den beiden Themen sind, Kinder und Buddhismus. Und deswegen muss ich erstmal sagen, worüber ich heute Abend nicht sprechen werde, weil das Thema, ja, die Berührungspunkte sind durchaus vielfältige. Ich werde heute Abend überhaupt nichts sagen zum Thema buddhistische Erziehung. Ich glaube persönlich, dass aus der buddhistischen Lehre sich Prinzipien ableiten lassen, die ganz wichtig und relevant sind für die Erziehung von Kindern, aber das ist nicht das Thema heute. Und ich werde auch nichts sagen zu dem Thema Erziehung zum Buddhismus. Also die Frage, kann man Kinder an spirituelle Werte ranführen? Sollte man das? Und wenn, dann wie? Auch das ist heute kein Thema. Für mich ist heute einfach nur das Thema die Frage, wie kann buddhistische Praxis aussehen für Leute, die wie ich Eltern sind und deswegen oft ein ziemlich beschäftigtes, volles Leben führen. Turbulent. Das heißt, ich bin froh, dass heute lauter Menschen hier sind, die schon was über Buddhismus wissen, denn ich hatte nicht vor, eine Einführung Buddhismus zu geben, sondern ich möchte mich wirklich an Menschen richten, die sich auf den buddhistischen Übungsweg eingelassen haben oder ernsthaft das wollen, sich auf den buddhistischen Weg ernsthaft einlassen wollen und die wie ich Eltern sind und sich fragen, wie lässt sich das vereinbaren, wie kann ich in meinen Bedingungen tatsächlich ernsthaft spirituell praktizieren. Und wenn ich anfange, so meine Gedanken auf den Vortrag zu richten, den ich halte, dann meistens stelle ich so die Fragen mal so an Leute im Gespräch. Das heißt, vor ein paar Tagen habe ich einen buddhistischen Vater gefragt, was würdest du denn sagen? Wie praktiziert man im Alltag mit Kindern? Wenn du jetzt einen Freund hättest, der sich überlegt, ich möchte eine Familie gründen und da würde ich fragen, wie sieht das aus mit Praxis, wenn man Kinder hat, was würdest du dem sagen? Und er überlegte kurz und sagte dann, ich würde sagen, mach dir klar, dass du da nur noch sehr, sehr wenig Zeit für Praxis haben wirst. Und ich war mit der Antwort sehr unzufrieden. Und deswegen wollte ich diesen Vortrag beginnen mit der Frage, was genau ist buddhistische Praxis? Diesen Begriff buddhistische Praxis erst einmal zu klären. Was ist damit gemeint? Wenn Leute von ihrer buddhistischen Praxis sprechen, dann meinen sie meistens Meditation. Ja, wenn Leute sowas sagen wie, auch meine Praxis läuft im Moment gut oder im Moment habe ich nicht so viel Zeit für meine Praxis, dann meinen Leute in der Regel die Zeit, die sie auf ihrem Sitzkissen verbringen. Vielleicht meinen sie auch die Zeit, wo sie zu einer Studiengruppe kommen, in ein buddhistisches Zentrum oder sie mit Lesen buddhistischer Bücher verbringen. Aber das ist, was gemeint ist. Und ich glaube, das ist eine viel zu enge Definition von buddhistischer Praxis. Meditation ist eine ganz wichtige Methode im Buddhismus.
genau wie auch Dharma-Studium eine ganz wichtige Methode ist. Aber es ist nur eine Methode unter vielen, vielen Methoden. Und das sehen wir schon, wenn wir einfach schauen, wie die buddhistische Tradition den Pfad formuliert hat. Wenn wir die wichtigsten Beschreibungen des Übungspfades uns anschauen, da haben wir im frühen Buddhismus den edlen achtfältigen Pfad. Beim edlen achtfältigen Pfad werden acht Felder von Übung beschrieben, die man sukzessive und teilweise auch nebeneinander praktiziert, als Weg zum Erwachen. Und Meditation kommt erst als vorletzter Pfadabschnitt. Denn davor kommen ganz praktische Sachen wie Ethik, wie Beruf, wie gestalte ich meinen Beruf, ist einer der Pfadabschnitte, oder wie transformiere ich meine Sprache, wie praktiziere ich ethische Sprache, ganz praktische Dinge. Und genauso die wichtigste Pfadformulierung im Mahayana-Buddhismus sind die sechs Paramitas, die sechs Tugendvollkommenheiten des Bodhisattva. Und auch da, das fängt mit ganz praktischen Dingen an, die nicht auf dem Sitzkissen passieren. Das erste ist Dana, Großzügigkeit. Das passiert nicht auf dem Sitzkissen, das passiert in Interaktion mit anderen Menschen. Das zweite ist Ethik, das passiert auch, hat ganz viel mit der Auseinandersetzung mit anderen Menschen zu tun, im Umgang mit anderen Menschen. Dann kommt Geduld, dann kommt Energie und erst an fünfter und wieder vorletzter Stelle kommt Meditation. Ja, das heißt, Meditation ist eine wichtige Praktik im Buddhismus, aber ist nicht der ganze Weg. Wenn wir uns ernsthaft auf den Dharma einlassen wollen, dann lassen wir uns nicht nur auf eine einzelne isolierte Methode ein, wie Meditation, auch nicht auf mehrere isolierte Methoden, sondern wenn wir uns ernsthaft auf den Dharma einlassen, lassen wir uns auf einen Prozess völliger Transformation ein. Das heißt, alle Bereiche unseres Lebens werden davon berührt. Und im eigentlichen Sinne, das, was Praxis wirklich ausmacht oder definiert, im eigentlichen Sinne ist buddhistische Praxis ein kontinuierliches Arbeiten am eigenen Geist. Und das kann man in jedem Moment und in jeder Situation tun. Was ist das Ziel buddhistischer Praxis? Das Ziel ist Erwachen. Oder, wie es manchmal auch beschrieben wird, sehen, wie die Dinge sind. Buddhistische Übung ist ein Training im Erwachen oder ein Training dazu, immer mehr zu sehen, wie die Dinge sind. Und wenn wir sagen, wir arbeiten an unserem eigenen Geist als Buddhisten, dann heißt das, dass wir lernen, genau hinzuschauen, was in unserem Geist passiert, von Moment zu Moment, besser kennenzulernen, wie wir ticken, wie wir funktionieren, was da abläuft in unseren Gedanken, Gefühlen. Und dann bemerken wir, wie oft wir die Dinge nicht so sehen, wie sie sind, sondern wie sie ganz verdreht sehen, die Wirklichkeit versuchen zu verbiegen, sodass sie unseren Vorstellungen, unseren Wünschen entspricht. Wir merken, wie wir ständig Widerstand leisten gegen die Realität, gegen die Wirklichkeit. Arbeiten am eigenen Geist heißt deswegen auch, die Strategien zu durchschauen, mit denen wir ständig Widerstand gegen die Wirklichkeit leisten. Ja, und ich glaube, dass all diese Sachen, von denen die buddhistische Tradition spricht, Hass, Gier, Verblendung, dass all das, wenn man genau hinschaut, eigentlich nur Strategien sind, mit denen wir Widerstand gegen die Wirklichkeit leisten. Da ist was, wovon wir uns bedroht fühlen und wir leisten Widerstand, indem wir Aversion empfinden. Wir schieben es von uns weg. Was anderes wollen wir haben, weil wir uns davon Sicherheit versprechen. Wir können nicht mit der Unsicherheit sein. Und all die anderen unangenehmen Sachen, Stolz, Fantasien aller Art, Neid, Ärger, Arroganz, all das, glaube ich, sind Strategien zur Vermeidung, zum Widerstand gegen die Wirklichkeit. Und darin besteht im Kern buddhistische Praxis, immer genauer hinzuschauen, was wir mit unserem Geist zu machen, immer mehr diese Strategien durchschauen zu lernen, sie loszulassen und uns zu öffnen für Wirklichkeit. Und diese Arbeit am eigenen Geist ist grundsätzlich, prinzipiell, immer und überall möglich. Ja, auf der Arbeit genauso wie in der Küche, genauso wie im Kinderzimmer, auf dem Sitzkissen genauso wie auf dem Klo oder im Auto. In jedem Wachmoment unseres Lebens haben wir grundsätzlich prinzipiell die Möglichkeit zu praktizieren. Das ist eine viel weitere Definition von Praxis, was ich hier zu formulieren versuche. Das heißt, man könnte sagen, Praxis kann man auf zwei Bedeutungsebenen verwenden, dieses Wort. Einmal auf dieser ganz offenen Bedeutungsebene im Sinne von allgemeiner buddhistische Arbeit mit dem eigenen Geist, mit Hilfe des Dharma. Und es gibt auch die konkreten Methoden, die die buddhistische Tradition entwickelt hat. Methoden, bei denen wir uns aus dem Alltag ganz bewusst rausholen, uns Zeit nehmen für etwas, holen uns aus dem normalen Geschehen heraus und machen eine isolierte Praxis, wie zum Beispiel Meditation oder Dharma-Studium oder Ritual. Das sind Praktiken, die eine bestimmte Form haben. Und ich nenne sie im Folgenden formale Praxis. Ja, wir sind ganz
effiziente, gute, funktionierende Praktiken. Aber sie sind nur ein Teil der Methoden, die der Buddhismus entwickelt hat. Das heißt, wir müssen unterscheiden lernen zwischen Praxis, dem Grundprinzip von Praxis, was immer möglich ist, und der formalen Praxis, für die wir uns Zeit nehmen müssen und uns rausziehen müssen aus dem Alltagsgeschehen. Und wenn man fragt, welche Rolle spielt formale Praxis, es sind verschiedene Positionen zu finden in der buddhistischen Welt. Und ich glaube, dass es zwei extreme Positionen gibt, die man vermeiden sollte, die ich persönlich überhaupt nicht hilfreich finde. Das erste Extrem wäre zu sagen, dass man buddhistische Übungen auf die formale Praxis reduziert. Ja? Eigentliche Praxis, nur das, was auf dem Sitzkissen passiert oder in anderen formalen Praktiken. Die Folge, wenn man so denkt, ist, dass man entweder in ein Kloster gehen muss, weil nur da kann man wirklich große Stücke Zeit in formaler Praxis verbringen, oder man reduziert Buddhismus zu einer Art Feierabendaktivität. Ja, man hat mal ein Stündchen hier, mal ein Stündchen da für die buddhistische Praxis. Die wird keine Wirkung zeigen, oder jedenfalls nicht sehr viel Wirkung, wenn es nur einen kleinen Teil unserer Lebenszeit einnimmt. Und ich glaube, man findet das so subtil ganz oft, diese Einstellung, dass Leute so ihr Leben unterteilen, sie scheinen das Leben so in verschiedene Bereiche zu unterteilen. Sie sprechen von ihrer Praxis und meinen damit die Zeit morgens auf dem Kissen oder die Zeit, wo sie hier in diesem Gebäude, in diesem buddhistischen Zentrum sind. Und dann sprechen sie von dem Rest ihres Lebens, als sei das ein anderer Teil, der getrennt ist. Und ich denke, das ist gefährlich. Das zweite Extrem ist zu sagen, naja, Praxis ist grundsätzlich überall und immer möglich. Ich habe die Prinzipien von Dharma-Arbeit verstanden, von Arbeit am eigenen Geist. Ich brauche keine formale Praxis. Ja, ich kann ja immer und überall an meinem Geist arbeiten. Ich kann in jedem Moment ethischer werden, mein Herz öffnen, achtsamer sein. Wozu brauche ich eine besondere Form? Aber auch das halte ich für gefährlich. Ich denke, dass das viel zu vage ist und dass die Gefahr groß ist, dass man bei so einer Herangehensweise, bei einer Art nebulösen, romantischen Vorstellung von Spiritualität stehen bleibt. Weil es ist nicht leicht, das Herz zu öffnen und achtsam zu sein im Alltag. Wir vergessen das immer und immer wieder. Das Problem mit Achtsamkeit ist, dass wir vergessen, achtsam zu sein. Das heißt, ich glaube, formale Praxis ist notwendig, damit wir überhaupt die Schärfe haben, im Alltag wacher zu bleiben. Meine Erfahrung ist, dass die beiden Ebenen von Praxis, die Praxis im Alltag und die formale Praxis, beide enorm wichtig sind. Für mich war das so, dass ich überhaupt erst durch Meditation angefangen habe, meinen Geist genauer kennenzulernen, überhaupt genauer hinzuschauen, überhaupt schärfer und klarer wahrzunehmen, was da alles in meinem Bewusstsein abläuft. Ich hatte vorher keine Ahnung. Also ich brauchte Meditation, um überhaupt erst die Prinzipien davon, wie der Geist funktioniert, ein bisschen sehen zu können. Aber ich kann sagen, für mich in meinem Fall, die entscheidenden Veränderungen, die entscheidenden Wachstumsschübe, die ich gemacht habe in den letzten 20 Jahren, sind fast in meinem Alltag passiert. Meistens in Situationen, wo es gerieben hat, sehr oft, wo Reibung mit anderen Menschen da war. Das sind die Momente, wo ich wirklich merkte, mein Ego wurde angeknackst und ein bisschen zurechtgestutzt. Also die Durchbrüche hatte ich nicht auf dem Kissen meistens, sondern im Alltag. Für mich ist das ein Wechselspiel, denn diese Durchbrüche wären nicht möglich gewesen, wenn ich nicht die formale Praxis gehabt hätte. Ich brauche die formale Praxis, nicht sehr viel davon. Ich glaube, wir brauchen gar nicht sehr, sehr viel. Wir brauchen nicht Stunden auf dem Kissen. Viel wichtiger ist, dass es regelmäßig ist, täglich. Für mich ist das eine wichtige Basis, um überhaupt meinen Geist so scharf und wach zu haben und zu halten, dass ich dann im restlichen Stunden meines Tages mehr mitkriege, was passiert, und tatsächlich die Möglichkeit habe, im Alltag zu praktizieren. Das heißt, ich kann sagen, der Löwenanteil meiner Übungen passiert im Alltag, aber der ist nur möglich, weil ich auch die Zeit auf dem Kissen habe. Das ist die Basis, das ist die Grundlage, die ich brauche. Und ich denke, dieses Wechselspiel zwischen dem allgemeinen Prinzip von buddhistischer Praxis und der Form Meditation und andere formale Praktiken kann man ganz schön in so einem Bild beschreiben. Das Bild fiel mir ein, als ich darüber nachdachte. Ich dachte, man könnte das spirituelle Leben damit vergleichen, ein Gemälde zu malen. Ein sehr schönes Gemälde. Und die Leinwand, die ich dafür brauche, ist sozusagen die Grundlage. Das ist meine Orientierung, meine Ausrichtung an den buddhistischen Werten. Meine, wie wir als Buddhisten sagen, meine Zufluchtnahme, meine Ausrichtung auf das Ideal von Erwachen und mein Wissen darum, welche Methoden dafür notwendig sind. Das ist die Leinwand.
Und auf diese Leinwand trage ich die Farben auf. Und die Farbe sind alle Erfahrungen, die mir in meinem Alltag, in meinem Leben begegnen. Alle Gefühle, alle Gedanken, alle Begegnungen, jede Erfahrung, die ich in meinem Leben mache, ist eine Farbe, die ich nutzen kann, um dieses Gemälde zu malen. Jede Erfahrung, die ich mache, kann ich in Praxis transformieren. Aber um diese Farbe auftragen zu können, brauche ich einen feinen Pinsel, sonst wird das Bild sehr grob. Und dieser feine Pinsel ist meine Meditationspraktik und die anderen formalen Praktiken, auch Dharma-Studium. Ich brauche diesen feinen Pinsel, um die Farbe meiner Erfahrung in den Rahmen meiner Zufluchtnahme einordnen zu können. Diese Unterscheidung zu machen, zu klären, was verstehe ich unter Praxis, ist mir deswegen wichtig, weil ich denke, da ist eine frohe Botschaft für Eltern drin und für andere viel beschäftigte Leute, von denen es ja heute viele gibt. Wir brauchen nicht Berge freier Zeit, um effektiv praktizieren zu können. Unser ganz normales Leben bietet den größten Teil des Materials, das wir brauchen, wenn wir nur verstehen, damit richtig umzugehen. Unser normales Leben bietet den größten Teil des Materials, was wir für spirituelle Übungen brauchen. Das ist doch schön. Welches Material bietet uns denn nun Familienleben im ganz Besonderen? Welche Farben finden wir in dem Alltag mit Kindern, seien es kleine Kinder oder Teenager, im Zusammenleben in einer Familie vor? Welche Farben können wir für dieses Gemälde spiritueller Übung verwenden? Ich möchte im Folgenden vier Bereiche vorstellen, von denen ich glaube, dass sie ganz besonders geeignet sind für Menschen, die im Familienkontext praktizieren. Bereiche von Übung, von denen ich glaube, dass wir sie sehr gut anwenden können, sie sich besonders anbieten für uns. Das sind erstens Liebe, zweitens Großzügigkeit, drittens Geduld und viertens Achtsamkeit. Und ich werde zu jedem davon ein bisschen was sagen. Also erstmal das Thema Liebe. Das ist vielleicht das Erste, woran wir denken, wenn wir unsere Kinder denken. Was kam in unser Leben rein, als die Kinder geboren wurden? Was die stärkste Erfahrung, die wir gemacht haben, für viele Leute ist es wahrscheinlich einfach die Intensität von Liebe, die wir für unsere Kinder empfinden. Nicht alle Eltern tun das, leider, aber die meisten Eltern empfinden eine sehr, sehr starke Liebe für ihre Kinder. Und ganz oft passiert das schon unmittelbar nach der Geburt. So in den Stunden oder in den Tagen nach der Geburt entsteht eine Größe von Gefühl, von Liebe, die man oft vorher nicht gekannt hat, die vollkommen neu ist. Ein Gefühl von einer Intensität, die man vorher nicht erlebt hat. Das erzählen ganz viele Menschen, wenn sie über die Geburt ihres ersten Kindes sprechen. Also unglaublich machtvolle Gefühle diesem kleinen, neugeborenen Wesen gegenüber. Und sehr oft auch verbunden mit einem sehr starken Wunsch, es zu schützen. Gefühle, die wahrscheinlich alle von uns hier kennen. Und ich weiß, als meine Tochter so ein paar Tage alt war, ich war nicht vorbereitet auf die Stärke der Gefühle und ich weiß, dass es auch viele andere schon so gesagt haben. Und ich merkte, ich wäre bereit gewesen, sie mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Ja, ich wäre bereit gewesen, zu morden, um dieses Kind zu verteidigen. Und auch das habe ich von vielen anderen Müttern schon gehört. Also ich bin nicht besonders pervers oder so. Aber spätestens an dem Punkt wird natürlich deutlich, so sehr Elternliebe, was sehr positiv besetztes ist, und eine sehr intensive, starke, große Emotion ist, es ist durchaus auch eine zwiespältige Emotion. Wir würden im Notfall morden für unsere Kinder. Ja, also Elternliebe an sich ist nicht eine spirituelle Emotion, sondern eine ganz archaische Emotion. Wenn wir uns dieses Phänomen von Mutter- oder Vaterliebe anschauen, genauer anschauen, dann sieht man, dass es eigentlich nicht eine Emotion ist, sondern ein Bündel verschiedener Emotionen. Und einige davon sind sehr positiv, im spirituellen Sinne sehr positiv. Eine sehr starke Empathie, eine Fähigkeit, sich einzufühlen, sich in die Haut eines anderen zu versetzen, die wir vielleicht vorher nicht kannten. Wir fühlen uns in dieses Kind hinein, wie wir das mit anderen Menschen so nicht tun. Wir haben einen sehr, sehr starken Wunsch nach dem Wohlergehen dieses Kindes und eine Bereitschaft, aktiv eine Menge dafür zu tun, dass es ihm gut geht. Viel mehr, als wir für alle anderen Menschen auf der Welt tun würden wahrscheinlich. Das sind die positiven Emotionen, die in dieser Elternliebe drinstecken. Empathie und ein intensiv empfundener Wunsch nach dem Wohlergehen unserer Kinder. Aber in diesem Bündel stecken auch andere Emotionen, die aus spiritueller Sicht weniger hilfreich sind.
zum Beispiel Stolz. Ja, unsere Kinder sind natürlich die schönsten, klügsten und gescheitesten. Ja, ihr lächelt, also ich sehe, dass ich nicht die Einzige bin, die weiß, dass meine Kinder die süßesten von allen sind. Wenn sie klein sind und wenn sie groß sind, habe ich dann wahrscheinlich andere Attribute. Ja, das ist nicht so eine ganz hilfreiche Emotion. Und eine andere, die auch nicht sehr hilfreich ist, ist ein Gefühl von tiefer Identifikation. Damit meine ich nicht Empathie, sondern damit meine ich, dass die Kinder in gewisser Weise empfunden werden als eine Verlängerung meiner selbst. Ja, wenn mein Kind sich daneben benimmt, dann ist mir das peinlich. Ich habe mich dann blamiert. Und mein Kind muss natürlich in der Schule gut sein und schlau sein, weil ich bin ja seine Mutter. Muss ja von mir haben. Also diese Art von ungesunder Identifikation. In der buddhistischen Tradition gibt es nicht nur ein Wort für Liebe, wie ihr wahrscheinlich wisst, sondern verschiedene. Und die zwei zentralen Begriffe, die man oft findet, sind Metta und Pema. Metta ist ein ganz durch und durch positiv besetzter Begriff in der buddhistischen Tradition. Metta bezeichnet eine universelle, bedingungslose Liebe. Ein ganz intensiv empfundener Wunsch, dass es einem anderen gut geht. Ein Wunsch nach dem Wohlergehen eines anderen, der völlig selbstlos ist, nichts zurück will. Pema ist eine andere Emotion. Pema wird auch oft übersetzt als Anhaften oder Anhänglichkeit. Und Pema ist so das, was in schlechten Schlagern besungen wird. So dieses, ich kann ohne dich nicht leben, diese Art von Schlagern. Ja, Pema ist ein intensives Begehren, ein intensives Gefühl von haben wollen und sich einverleiben wollen, behalten wollen. Und ich finde das ganz erstaunlich, dass beide Begriffe Metta und Pema, diese beiden völlig unterschiedlichen Emotionen, bei uns beide unter dem gleichen Begriff Liebe laufen. Weil es sind wirklich ganz unterschiedliche Emotionen. Und wenn man einmal verstanden hat, was Metta ist und was Pema ist, jedenfalls in groben Zügen, kann man sie eigentlich recht leicht unterscheiden, finde ich. Wenn ich nicht weiß, ist das jetzt Metta oder ist das Pema, was ich empfinde, muss ich mich fragen, was ist mein Anliegen? Ist mein Anliegen, dass es dem anderen gut geht? Ist das mein zentrales Anliegen im Moment? Ja, steht im Mittelpunkt das Wohl des anderen oder steht im Mittelpunkt mein eigenes Wohl hier? Ja, wenn es das Wohl des anderen ist, dann ist es Metta. Wenn es mein eigenes Wohl ist, ist es Pema. Und Elternliebe enthält beides. Ja, ganz bestimmt enthält Elternliebe eine Menge Pema. So wenn zum Beispiel unsere Kinder weg sind und wir vermissen die, oder wenn man so ein kleines, zweijähriges Kind hat mit so roten Knubbelbäckchen und man muss es einfach schnappen und einen dicken Kuss auf die Backen machen, dann ist das Pema. In beiden Fällen. Wenn wir die Kinder vermissen, dann fehlt uns was. Mir fehlt was. Ich will was haben, was jetzt nicht da ist. Und wenn ich mein Kind auf die dicken Backen küsse, wenn es vielleicht gerade gar keine Lust hat, dann ist das, weil mir das Lust bereitet. Ja, das ist also ganz eindeutig Pema. Aber Elternliebe enthält auch die Keime von Metta, wie ich schon gesagt habe. Diese starke Fähigkeit zur Empathie, dass die Tatsache, dass mir ein echtes Anliegen ist, dass es meinen Kindern gut geht, das sind Keime von Metta. Es ist noch nicht voll Metta, weil es nicht universell ist, es ist auf diese Kinder beschränkt, es ist nicht ein allgemeines Gefühl, was ich allen entgegenbringe. Aber in seinem Wesen ist das Metta, dieser intensive Wunsch nach dem Glück eines anderen. Und es liegt an uns als Eltern, welche Anteile von Elternliebe wir gezielt kultivieren. Wollen wir Pema kultivieren oder wollen wir Metta kultivieren? Ich habe schon gesagt, Elternliebe ist an sich keine spirituelle Emotion. Aber wenn wir klug mit den verschiedenen Elementen davon umgehen, glaube ich, dass wir daraus eine spirituelle Emotion machen können. Oder wir können es zum Sprungbrett machen für die Kultivierung von spirituellen Emotionen. Ich habe lange überlegt, was ein kluger Umgang mit Pema ist. So, ich weiß, dass das früher, als meine Tochter noch klein war, so eine Frage war. Es wird so viel vor Pema, vor Anhaftung gewarnt in den buddhistischen Schriften, besonders in der frühen buddhistischen Tradition. Und ich dachte, naja, wie soll man das loslassen beim eigenen Kind gegenüber? Und ich glaube, was oft missverstanden wird, ist, dass Leute glauben, um Pema zu vermeiden, muss man seine Gefühle ein bisschen zurückhalten. Man darf nicht zu viel lieben. Ja, man muss ein bisschen einen Schritt zurücktreten, seine Liebe zurückhalten. Ich glaube, das ist ein ganz übles Missverständnis, ein grundlegendes Missverständnis. Unsere Aufgabe ist, mehr zu lieben, aber weniger zu klammern. Unseren Klammergriff auf die, die wir lieben, zu lockern. Da
Das heißt, ein kluger Umgang mit Pema heißt, zu üben, immer und immer wieder loszulassen. Und dabei helfen uns unsere Kinder ja. Sobald sie laufen können, fangen sie an, von uns wegzulaufen. Das heißt, sie helfen uns bei diesem Prozess von Loslassen. Und ich glaube, das ist die spirituelle Arbeit, unter anderem, die wir als Eltern zu leisten haben, im Umgang mit Pema. Immer wieder loszulassen und immer mehr loszulassen, je älter sie werden. Zu merken, wo wir mit unseren eigenen Wünschen in das Leben der Kinder hineinfunken. Und sobald wir es merken, zu versuchen, mehr und mehr loszulassen. Das heißt, nicht unsere Liebe zurückzunehmen, unser Festhalten, unseren Griff zu öffnen. Ich glaube sogar, ich weiß nicht, ich mag mich täuschen, aber ich komme mehr und mehr zu der Überzeugung, dass ich glaube, in einer wirklich gesunden Eltern-Kind-Beziehung mit Eltern, die auch praktizieren, wird sich das Thema Pema nach und nach von selbst erledigen, wenn wir loslassen. Und naja, das ist das Wesen von Eltern sein, dass man das immer nur für eine Zeit lang wirklich ist und dann gehen die Kinder. Aber die anderen Elemente von Elternliebe, die Empathie, Wunsch nach dem Glück eines anderen, die können wir wirklich als Sprungbrett benutzen, um Metta zu kultivieren. Metta im Vollsinn einer universellen Emotion. Ein Ordensangehöriger meines Ordens wurde mal interviewt und in dem Interview sagte er, sein Leben begann eigentlich erst richtig bei der Geburt seines Sohnes. Da war der schon einige Jahre ordiniert. Das ist eine ziemlich große Aussage. Sein Leben begann erst bei der Geburt seines Sohnes. Und als er dann nachgefragt wurde, was genau begann in dem Moment, hat er kurz innegehalten und nachgedacht und gesagt, mein Herz. Mein Herz fing an bei der Geburt meines Sohnes. Das war jemand, der viele Jahre vorher Metta Bhavana geübt hatte. Ja. Aber es ist interessant, dass auch der wichtigste Text oder der berühmteste Text zum Thema Metta in der buddhistischen Tradition, das Metta Sutta, viel rezitiert im Osten wie im Westen, vergleicht oder nimmt als Bild für Metta, als Erklärung für Metta die Mutterliebe. Ja, ihr kennt alle diesen Satz. Wie eine Mutter mit ihrem Leben ihr einzig Kind beschützt und hütet, so möge man für alle Wesen sein Herz in Liebe grenzenlos öffnen. Wie eine Mutter ihr einzig Kind beschützt und hütet mit ihrem Leben. Ja, also das ist diese Mutterliebe, Vaterliebe, die wir alle wahrscheinlich kennen. Und was beschrieben wird in dem Satz, ist eine Bewegung, eine Öffnung. Uns wird sozusagen dieses Sprungbrett gegeben, dass wir erleben, wie es ist, mit unserem Leben jemanden zu beschützen und zu behüten. Und das können wir lernen auszudehnen, eben nicht nur auf dieses eine Wesen zu richten, sondern diese Stärke der Emotion, diese Art der Emotion auszuweiten und mehr Menschen hinein einzuladen. Ja, das, was ich mit einem Menschen erlebt habe, kann ich ausweiten allmählich auf mehr Menschen. Und das ist natürlich viel leichter gesagt als getan, das ist klar. Aber ich glaube, darin besteht unsere Arbeit als Eltern, unsere spirituelle Arbeit, diesen aktiven Prozess von Übung, von Schulung der Vorstellungskraft. So wie ich für dieses Kind empfinde, empfindet jemand anders diese Person. Also ich merke, dass, weil ich diese Stärke der Emotion erlebe für einige Menschen, fällt es mir viel leichter, mir vorzustellen, dass andere Menschen auch Mütter haben, dass andere Menschen auch Mütter sind und auch diese Stärken von Emotionen haben. Das ist für mich eine Tür zur Mutter. Und ich habe mit einem buddhistischen Vater gesprochen, der sagte, für ihn war das ganz deutlich eine der Wirkungen, als er Kinder bekam, als er Vater wurde, war, dass die Metta Bhavana ihm viel leichter fiel. Weil er hat immer einen Zugang zu Metta Bhavana. Er kann immer in dieses Gefühl sich einklinken, von dieser tiefen Verbundenheit mit seinen Kindern. Und wenn er dann seine Vorstellungskraft benutzt, kann er das auf andere Menschen übertragen. Das ist eine Tür zu Metta Bhavana. Und das ist ganz klar auch meine Erfahrung. Es gibt so eine traditionelle Reflexion, die im tibetischen Buddhismus viel benutzt wird, dass wenn man sich vorstellt, dass Menschen wieder und wieder geboren werden, über unendlich lange Zeiträume, dann ist jeder Mensch irgendwann einmal unsere Mutter gewesen oder jedes Lebewesen ist irgendwann einmal meine Mutter gewesen. Und das war eine Reflexion, die ich immer schon sehr schön und sehr berührend fand. Aber seitdem ich Mutter bin, finde ich sie noch berührender, weil ich die Intensität dieser Muttergefühle wirklich aus eigener Erfahrung kenne. Ich kann mir viel besser vorstellen, was das heißt. Manchmal mache ich das, wenn ich mit jemandem in der Metta Bhavana arbeite und ich finde so gar keinen Zugang, stelle ich mir vor, es wäre mein Sohn oder meine Tochter gewesen. Ja?
welche Gefühle hätte ich? Ich mag vielleicht nicht, was ich sehe, wenn jemand 40, 50 Jahre alt ist. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte diesen Menschen als von klein auf, von Geburt an begleitet und gesehen bei der Entwicklung und ich hätte diese Mutterliebe, dann könnte ich diesen Menschen ganz anders, mein Herz ganz anders öffnen für diesen Menschen. Und solche Reflexionen können mir helfen. Das heißt, die spirituelle Arbeit besteht darin, dass wir gegen diese natürliche Neigung zur Exklusivität ankämpfen oder dagegen arbeiten. Ja, dass wir nicht diesem natürlichen Impuls nachgeben, diese Gefühle ausschließlich auf unseren engsten Kreis zu beschränken, sondern nach und nach mehr diesen Kreis zu öffnen, andere einzuladen. Vielleicht nicht in der gleichen Intensität von Liebe, aber es zu nutzen, um unser Herz weiter aufzumachen. Und Metta, obwohl wir hier ja die Metta Bhavana als eine der ersten Praktiken unterrichten, Metta ist keine Anfängerpraxis. Metta ist eigentlich eine unglaublich potente Praxis, eine unglaublich wirksame Praxis, eigentlich eine Einsichtspraxis. Metta wird manchmal beschrieben als die Befreiung des Herzens. Und als Eltern wird uns das Sprungbrett, nämlich diese Erfahrung von intensiver Elternliebe, sozusagen geschenkt. Aber springen von diesem Sprungbrett aus, springen in diesen offenen Raum eines befreiten Herzens, eines wirklich befreiten Herzens, müssen wir selbst. Ja, das ist die Arbeit, die wir leisten können. Zweiter Bereich, von dem ich glaube, dass er sich wirklich anbietet in der Praxis im Zusammenleben mit einer Familie, ist Dana, Großzügigkeit oder Geben. Wahrscheinlich wisst ihr, dass überall in der buddhistischen Tradition Dana eine zentrale Rolle spielt. Das ist eine der ganz grundlegenden, wichtigen Praktiken im Buddhismus. Das ist ganz ähnlich zu Metta. In Metta lernen wir, die natürliche Tendenz der Selbstbezogenheit aufzubrechen und das Wohl anderer, uns praktisch unser Interesse, ist unser eigenes Wohl, und das umzukehren und plötzlich Interesse am Wohl anderer zu haben. Und bei der Übung von Dana ist es so, dass unsere natürliche Neigung ist, zu schauen, dass wir dafür sorgen, dass unsere Bedürfnisse immer erfüllt werden, dass es uns gut geht, dass wir uns nähren. Und diese Tendenz kehren wir um, und statt zu schauen, was kann ich kriegen, mehr zu lernen, zu sehen, was kann ich geben, wie kann ich andere nähren. Das ist eine Umkehrung einer natürlicherweise nach innen gerichteten Energie, die wir dann nach außen umkehren. Im Mahayana ist Dana die erste Paramita, also auf dem Pfad des Bodhisattva. Und Dana ist noch viel praktischer als Metta. Es kann uns bestimmt passieren, dass wir mal einen ganzen Tag durch unser Leben gehen mit einem vollkommen verstockten, verschlossenen Herz. Ja, kennt ihr das? Ich kenne das. Aber dass wir einen Tag durch unser Leben gehen, ohne zu geben, das gibt's nicht als Eltern, oder? Dass wir einen Tag gar nichts geben, das gibt's nicht. Wir geben ständig. Ja, wir haben zahllose Gelegenheiten zu geben. Und nicht nur Gelegenheiten, sondern es ist notwendig, dass wir ständig immer und immer wieder geben als Eltern. Das Überleben anderer, ganz wörtlich, das Überleben anderer hängt davon ab, dass wir geben. Vor allem, wenn die Kinder noch klein sind. Und wir geben in jeder erdenklichen Weise. Wir geben viel, viel Essen unseren Kindern. Wir teilen jede unserer Mahlzeit mit unseren Kindern. Wir arbeiten für die Kinder und geben eine Menge Geld. Aber wenn man zusammenrechnen würde, wie viel Geld man in so ein Kind steckt im Laufe einer Jugend, das ist eine große Summe. Wir geben ihnen Aufmerksamkeit, wir geben ihnen Zuwendung, wir geben ihnen Trost, Ermutigung, Schutz, ein offenes Ohr. Wir waschen sie, wir wischen ihren Hintern ab, wir schleppen sie stundenlang herum, wenn sie noch klein sind, auch wenn die Arme uns schon lahm sind. Wir putzen für sie, wir kochen für sie, wir verdienen Geld für sie und so weiter. Das fängt morgens schon vor dem Frühstück an, meistens, jedenfalls wenn die Kinder noch klein sind. Und es geht durchgehend den ganzen Tag bis zum Abend, oft noch lange, nachdem sie im Bett sind. Wir geben. Und es beginnt schon vor der Geburt und geht mindestens 20 Jahre lang, kontinuierlich so weiter, oft noch viel länger. Und ich glaube, selbst wenn man nicht spirituell praktiziert, hat dieses fortwährende Geben eine reifende Wirkung auf Menschen. Ich meine zu beobachten, dass Leute, die Kinder haben, sich eine bestimmte Art von Selbstbezogenheit einfach nicht leisten können. Eine bestimmte Art von Selbstbezogenheit und nicht mitzukriegen, was um einen herum passiert, kann man sich einfach überhaupt nicht leisten als Vater und Mutter, und gewöhnt man sich auch ziemlich schnell ab. Aber auch wenn dieses ständige Geben an sich reifend ist, in menschlicher Hinsicht, ist es noch keine spirituelle Praxis an sich, jedenfalls nicht automatisch. Geben ist nicht automatisch eine spirituelle Praxis.
Es ist wichtig, uns das klarzumachen. Wie bei allen buddhistischen Übungen kommt es auf die Geistesverfassung dabei drauf an. Die Haltung, in der wir geben, ist entscheidend und macht es entweder zu einer spirituellen Praxis oder eben nicht. Zum Beispiel können wir automatisch geben. Wir kennen das, wenn man ein kleines Kind füttert, Löffel rein. Ja, oder wir können unseren Teenagern das Taschengeld geben. Das kann vollkommen automatisch passieren. Oder wir können den Moment uns bewusst dem anderen zuwenden, bewusst den anderen wahrnehmen, das kleine Kind, das große Kind, und auch innerlich Verbindung aufnehmen, innerlich Energie fließen lassen, nicht nur äußerlich irgendwas rüberschieben, sondern auch innerlich von uns etwas geben in dem Moment. Oder wir können aus dem Gefühl von lästiger Pflicht herausgeben. Ja, wir bringen es schnell hinter uns. Ja, vielleicht kochen mache ich leider mancher so, muss ich gestehen. Ja, es ist eine lästige Pflicht und wir machen es einfach so schnell wie möglich. Oder Kinder zur Schule bringen, ja, jeden Morgen den gleichen Weg. Oder wir können das verwandeln, wir können es zu einer Praxis machen, indem wir dieses Gefühl lästiger Pflicht fallen lassen, stattdessen uns bewusst machen, was wir da tun. Da ist ein Bedürfnis. Ja, meine Kinder haben Hunger. Ich möchte, dass meine Kinder gut genährt sind. Ich möchte, dass sie wachsen, dass sie gesund sind. Und aus diesem Grunde möchte ich sie nähren. Ich bringe sie zur Schule, damit sie was lernen können, damit sie Bildung erwerben können. Ich kann mit meiner Motivation in Verbindung treten, warum ich gebe. Und dass es ein Akt der Fürsorge ist, keine lästige Pflicht. Oder was wir manchmal auch machen, ist, wir geben und wollen was zurückhaben. Wir geben was und erhoffen uns dafür im Austausch Dank oder wenigstens Wertschätzung. Wenn wir das so machen, dann ist es nicht so, als würden wir geben, sondern mehr, als würden wir in unsere Kinder investieren. Wir investieren etwas und erhoffen uns Rendite daraus. Und die spirituelle Praxis dann würde darin bestehen, die Gabe wirklich loszulassen. Nicht Dank zu erwarten. Nicht etwas zurückzuerwarten. Ist natürlich schön, wenn es kommt, aber es nicht zu erwarten. Wir geben und lassen die Gabe dann los. Ich kenne viele diese Situation, dass man Tag für Tag in der Küche steht und eine Stunde lang kocht und sich den Kopf zerbricht, was denn die Kinder so mögen könnten. Wenn man mehrere Kinder hat, wird es komplizierter. Und jedes Mal, wenn es auf den Tisch kommt, gibt es irgendjemanden, der mault und keiner, der sagt, oh, lecker, Mama. Und das ist was, womit ich praktizieren muss. Und die Gabe dann einfach loszulassen. Nicht zu reagieren und zu sagen, na, dann koche ich nicht mehr, dann koch doch selber, geh doch zur Pommesbude, sondern wirklich zu merken, ich tue es, weil ich weiß, dass es gut für sie ist. Und ich erwarte keinen Dank, ich lasse los. Oder wir können geben mit Groll, das passiert auch oft, mit so einer Art, wir knallen unsere Gabe missmutig hin. Ja, wir schmieren das Schulbrot morgens und sagen dann jeden Morgen dabei gewohnheitsmäßig, eigentlich bist du im Alter, wo du das selber machen könntest. Ja, was ist das für ein Geben? Das ist keine spirituelle Praxis. Ja, wenn wir versuchen, Dana als Praxis aufzunehmen, dann versuchen wir mit Anmut zu geben, mit Schönheit, in dem Bewusstsein, dass wir damit den anderen nähren. Also, ihr seht schon, es gibt viele verschiedene Arten von Geben und manche davon sind Praxis und helfen tatsächlich uns spirituell zu wachsen und andere sind keine Praxis, sondern einfach nur Gewohnheit. Was ich spannend finde bei der Übung von Dana im Vollsinne des Wortes, also bei der Übung vom bewussten Geben als einen Weg aus sich selbst herauszugehen und sich einem anderen zuzuwenden, ist, dass es eine ganz besonders befriedigende Praxis ist. Ich habe das Gefühl, das ist eine der Praktiken, die sofort Früchte trägt. Ich denke, manchmal kann man Angst haben, dass man zu viel geben könnte. Ja, wenn ich jetzt zu viel gebe und immer nur gebe, dann lauge ich mich aus und wer gibt mir denn? Und ich habe doch auch meine Grenzen, so innere Dialoge. Kennt die jemand? Ja, gut, ich auch. Aber ich glaube, das ist trügerisch, denn wenn man wirklich in dem echten Geist von Dana gibt, dann ist das nicht auslaugend. Und wenn eine interessante Übung ist, sich zu überlegen, wen wir kennen, wen wir als besonders glücklichen Menschen einordnen würden. Wen kennt ihr, wo ihr sagen würdet, das sind ganz besonders glückliche Menschen? Die strahlen das aus. Ich habe das mal probiert und die Leute, die mir einfallen, sind ausnahmslos Leute, die sehr großzügig sind. Ich weiß nicht, ob es bei euch jetzt funktioniert. Ja, fast immer sind Menschen, die sehr glücklich sind, auch Menschen, die ihre Energie frei fließen lassen, die nicht zurückhalten. Also paradoxerweise führt Geben im Sinne von Dana zu Fülle, nicht zu Armut, sondern zu Fülle. Also eine sehr schöne Praxis, zu der wir viel, viel Gelegenheit haben als Eltern. Drittens, der dritte Bereich, den ich ansprechen wollte, ist die Übung von Kshanti. Kshanti wird meistens übersetzt mit Geduld.
Aber Kshanti ist viel mehr als nur Geduld. Das ist so einer dieser Begriffe, den man nicht so richtig übersetzen kann. Kshanti ist eine ganz warme Qualität. Es ist nicht nur einfach die Fähigkeit, etwas geduldig zu ertragen, sondern es ist die Fähigkeit, mit Unangenehmen konstruktiv umzugehen. Schwierigkeiten nicht nur zu erdulden, sondern sich ihnen aktiv und emotional positiv zuzuwenden. Sie als Realität mit Wärme anzunehmen. Also ein Akt von Wärme, von Zuwendung zu all dem, was uns unangenehm ist. Das ist Kshanti. Auch eines der Paramitas. Und auch dafür bieten sich, glaube ich, zahllose Gelegenheiten im Leben mit Kindern, mit Teenagern. Das Alter ist irrelevant. Und ich muss sagen, die Übung von Kshanti ist für mich persönlich seit Jahren möglicherweise meine zentrale Praxis und die am wirksamsten ist. Und das ist nicht, weil ich besonders geduldig bin, sondern weil ich besonders ungeduldig bin, ist das für mich eine ganz starke Praxis. Und ich glaube, als Eltern haben wir reichlich Gelegenheiten aller Art für Frustration und für das Zusammentreffen mit Unangenehmen. Und das sind die Momente, wo wir Kshanti üben können. Ja, sobald Kinder unser Leben betreten, fängt das schon an. Es ist wunderschön, man hat diese tollen, großen Gefühle, aber man ist auch zugleich extrem eingeschränkt in seiner Freiheit. Eine vorher nicht gekannte Beschränkung der persönlichen Freiheit. Wir können nicht mehr wählen, wann wir duschen, wann wir essen und schon gar nicht, wann wir schlafen. Und wenn wir Pech haben, dann können wir überhaupt nicht viel schlafen in den ersten Monaten des Lebens unserer Kinder. Kinder stören unsere Gespräche, Kinder bekommen Wutanfälle, Teenager erproben ihren eigenen Willen damit, dass sie Widerstand aller Art leisten. Kinder sorgen für Lärm, Kinder sorgen für Dreck und Störung aller Art. Und egal wie sorgfältig wir unser Leben planen, jeden Tag wieder sorgfältig vorausschauend planen, Kinder schaffen es, immer wieder unsere Pläne zunichte zu machen. Oder? Ja? Okay. Und ich dachte, jeder andere, der uns so viel zumuten würde wie unsere Kinder, den würden wir anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Folter, ja, Schlafentzug gilt als Folter, Beleidigung und Ausbeutung. Ja, das sind also alles wirklich reale juristische Tatbestände. Ein Ordensangehöriger in England, der auf Familienretreats leitet, pflegt zu sagen, wenn einer von sich glaubt, er sei ein guter Buddhist und ein geduldiger und ruhiger Mensch, dann empfiehlt er sehr stark den Umgang mit 2- bis 3-Jährigen. Und wenn man die nicht hat, lädt er Leute gerne zu den Familienretreats ein. Und er sagt, das ist der allerbeste Test dafür, ob man wirklich Geduld hat. Und ein anderer Ordensangehöriger sagte, weder dein schlimmster Feind noch dein intensivster spiritueller Freund können dich so herausfordern wie unsere eigenen Kinder. Ja, stimmt das? Für mich stimmt das. Nichts und niemand in der Welt kann mich so zur Weißglut bringen wie meine eigenen Kinder. Also auch hier wieder wird uns unglaublich viel Material einfach so geschenkt als Eltern. Aber arbeiten müssen wir damit selber. Es ist nicht, dass die Praxis von selbst passiert. Wir bekommen das Material, aber damit arbeiten spirituell müssen wir selber. Und Kshanti heißt nicht einfach nur Zähne zusammenbeißen und durch, ja, es aushalten, all die Schwierigkeiten aushalten. Sondern wie ich schon sagte, es ist eine Qualität von aktiver, offener Zuwendung zu dem, was uns in dem Moment unangenehm ist. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und es ist eine sehr fordernde spirituelle Übung, Kshanti. Es gilt traditionell als das beste Gegenmittel zu Hass und Aversion. Es gibt eine buddhistische Strömung, die mich selbst sehr inspiriert, in der die Übung von Kshanti tatsächlich zur zentralen Praxis gemacht wird. Das ist die Tradition, die mit dem tibetischen Wort Lojong bezeichnet wird. Und in dieser Tradition versucht man nicht nur Schwierigkeiten zu ertragen mit Geduld, sondern sie freudig als ganz besondere Chancen anzunehmen. Also die Haltung wäre sozusagen ein Wutanfall. Wunderbar, wieder eine Gelegenheit, Geduld zu üben. Gestern hatten wir keinen, heute haben wir wieder einen. Wie gut, ich kann wieder meine Geduldmuskeln üben. Ja, das ist die Haltung, die ich manchmal versuche zu üben. Ich bin nicht sonderlich erfolgreich, aber es ist echt eine herausfordernde Praxis. Ja, es gilt als ein direktes Mittel, wenn man so praktiziert, als ein direktes Mittel, das Ego zu überwinden. Es ist ein Generalangriff auf das Ego, diese Art von Übung von Kshanti. Der vierte Bereich, von dem ich glaube, dass er ganz besonders wichtig ist für Eltern, ist Achtsamkeit. Und jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen überrascht, weil Großzügigkeit, Liebe, Geduld, das liegt auf der Hand. Aber wieso Achtsamkeit? Vielleicht haben wir die Vorstellung, ich habe die öfter, dass Achtsamkeit bestimmte Voraussetzungen braucht, nämlich möglichst Stille und viel Raum.
Ja, wenn wir achtsames Gehen üben auf Retreats, dann gehen wir extrem langsam, ganz kleine Schritte, extrem verlangsamt. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wie es aussehen würde, wirklich achtsam zu kochen, als eine spirituelle Praxis, achtsames Kochen, dann stelle ich mir folgende Szenerie vor. Ich stelle mir als erstes eine aufgeräumte Küche vor. Sorgfältig ausgewählte Zutaten aus biologischem Anbau, selbstverständlich. Ich stelle mir vor, dass für die Zeit meiner Arbeit ich völlig ungestört wäre, sich alle Störquellen ausgeschaltet habe. Wenn es Telefon geht, würde ich nicht dran gehen. Ich stelle mir vor, dass ich mein Gemüse nehme und ganz ruhig schneide und dabei höre, wie das Messer rhythmisch auf das Holz auftrifft und rieche, wie der Pflanzensaft riecht von den Zwiebeln oder von dem Lauch. Und das ist so die Vorstellung, die ich habe. Natürlich das alles mit einer Menge Zeit. So würde achtsames Kochen aussehen. Das ist ein himmelweiter Unterschied von wie ich jeden Tag koche. Meine tägliche Erfahrung von Kochen sieht eher so aus. Ich komme in eine Küche, die chaotisch aussieht, weil meine Tochter gerade an dem Tag Pudding gekocht hat und nichts weggeräumt hat. Ich bin natürlich wieder unter Zeitdruck, weil ich noch schnell zum Spielplatz wollte mit den Kindern, was auch sinnvoll war. Und mein Mann gleich aus dem Haus muss, das Essen muss schnell auf den Tisch. Das heißt, ich komme da rein in die unaufgeräumte Küche unter Zeitdruck und ich habe keine sorgfältig ausgesuchten Lebensmittel, sondern ein paar Sachen, die nicht so richtig zusammenpassen. Und die Zutaten, die ich gekauft hatte für heute, sind alle verschwunden, weil jemand anders sie für was anderes verbraucht hat. Ich werde alle paar Minuten gestört. Ja? Ich fange an, meine Gemüse möglichst achtsam zu schneiden. Da kommt ein Kind rein, Mama, ich muss aufs Klo. Ich gehe zur Toilette, komm zurück. Kaum bin ich zurück, schreit's aus dem Kinderzimmer. Die Kinder streiten sich. Ich muss ins Kinderzimmer Frieden stiften. Warum komme ich zurück? Kommt mein kleiner Junge und sagt, Mama, da ist ein Mann am Telefon, der will dich sprechen. Und so geht das weiter. Ja, in eine Stunde kochen, 20 Ablenkungen und Störungen, das schaffe ich locker jeden Tag. Ich habe keine Chance, ein rhythmisches Klopfen eines Messers auf einem Brett zu hören, weil mein kleines Kind mir ständig ins Ohr plappert und alle möglichen Geschichten erzählt und mir helfen will, was aber noch nicht kann. Vielleicht rollt zwischendurch auch ein Fußball in die Küche und schmeißt den Hundenapf um, dann muss ich erstmal Wasser aufwischen. All das passiert, wenn ich koche. Und die Frage ist, ist in so einer Situation die Übung von Achtsamkeit möglich? Vielleicht ist euer Kochen nicht so chaotisch. Ich habe zwei kleine, sehr lebhafte Jungen. Also das ist wirklich bei uns manchmal so. Ist in so einer Situation die Übung von Achtsamkeit überhaupt möglich? Ich glaube ja. Aber ich glaube, dass ich dafür meine Vorstellung von Achtsamkeit verändern und erweitern muss. Ich glaube, dass ich und wahrscheinlich viele andere auch manchmal denken, Achtsamkeit heißt, die Dinge auf eine ganz bestimmte Weise zu tun, sie mit einer ästhetischen Qualität zu tun, sie langsam und besonnen zu tun. Und das kann auch wirklich helfen bei Achtsamkeit, kein Zweifel. Aber Achtsamkeit an sich heißt nicht, die Dinge auf eine besondere Weise zu tun, sondern es heißt einfach, mit meiner Aufmerksamkeit bei dem zu sein, was jetzt gerade passiert. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist, was Achtsamkeit ist. Und das kann ich natürlich auch in so einer chaotischen Situation, kann ich versuchen mitzukriegen, was jetzt hier passiert, im Außen, im Innen. Als ich den Titel für diesen Vortrag gewählt habe, hatte ich das Bild von Jonglieren. Das ist ein Bild, was ich öfter habe. Und für mich ist das eigentlich ein Bild, was eher so eine chaotische Energie zum Ausdruck bringt. Ich habe oft das Gefühl, ich muss eine Menge Verpflichtungen in meinem Leben jonglieren. Ich muss eine Menge verschiedene Aufgaben, Verpflichtungen im Blick behalten. Und meine Erfahrung ist, irgendein Ball fällt immer runter. Irgendetwas, was mir eigentlich wichtig ist, bleibt eine Weile unerledigt. Und dann bücke ich mich, heb den Ball auf, werfe ihn wieder hoch und dann fällt ein anderer Ball runter. Also das ist so mein Bild von Jonglieren und was ich oft so als meine Situation in meinen Lebensumständen erlebe. Aber kaum hatte ich diesen Titel gewählt für diesen Vortrag, hat mir eine Freundin Jonglierbälle geschenkt. Also sie meinte, wenn du schon so einen Vortrag hältst, sollst du jonglieren können. Also habe ich angefangen, mit drei Bällen jonglieren zu lernen. Und was ich merkte zu meiner Überraschung ist, dass das alles andere als chaotisch ist. Es ist eine sehr konzentrierte Übung. Ja, so drei Bälle in der Luft zu halten, wahrscheinlich, wenn man das mal mit acht Bällen kann, ist eine sehr konzentrierte Übung, die nur durch guten Rhythmus hinhauen kann. Und vielleicht ist dieses Bild von konzentriertem Jonglieren die Art von Achtsamkeit, die Eltern brauchen. Ja? Wir können nicht da sitzen und den Ball lange und innig betrachten. Die meisten von uns wahrscheinlich nicht. Aber auch in dem gleichzeitig im Fluss halten vieler Bälle ist eine Qualität von Sammlung, Aufmerksamkeit und sogar Konzentration. Achtsamkeit im Buddhismus wird oft mit einem Doppelbegriff bezeichnet, Sati Sampajanya, das ist Pali.
Und die beiden Teile dieses Doppelbegriffes, Sati und Sampajanya, bezeichnen unterschiedliche Aspekte von Achtsamkeit. Sati heißt einfach nur wahrzunehmen, was gerade passiert. Einfach nur wertneutral wahrzunehmen, was gerade da ist. Ja? Puddingfleck auf Arbeitsfläche, Geräusch im Ohr, Stressgefühl in der Brust. Das ist, was jetzt gerade passiert. Einfach die Wahrnehmung. Sampajanya bezeichnet das, was wir dann auf unsere Wahrnehmung hin tun. Sampajanya ist eine Ausrichtung, eine Bewusstheit dessen, wo wir hinwollen. Ein Bewusstsein über unsere Absicht in dieser Situation. Warum will ich das Essen auf dem Tisch haben? Warum ist mir das wichtig, hier zu kochen? Und über meine allgemeine Absicht, überhaupt mein Ideal im Leben. Wohin will ich mit meinem Leben? Sampajanya behält immer dieses Gewahrsein der allgemeinen Richtung, und durch die Information, die wir durch Sati bekommen, ja, was ist die Situation jetzt, trifft es eine Entscheidung, was ist jetzt zu tun? So ein Wechselspiel. Spüren, was da ist, das Ziel nie aus den Augen verlieren und von Moment zu Moment neu entscheiden, was ist jetzt angebracht. Das ist die Qualität von Sampajanya. Und ich habe das Gefühl, dass gerade das zweite, Sampajanya, diese Zielgerichtetheit und die Absicht nicht aus dem Blick zu verlieren, dass das ganz besonders wichtig ist in einem vollen Alltag mit Kindern. Ich habe das Gefühl, es ist überlebensnotwendig oft. Weil, dass es turbulent ist, können wir oft nicht vermeiden. Ich denke immer, wenn ich alles richtig organisiere, ist es nicht mehr turbulent. Aber ich glaube, das ist naiv. Dass es turbulent ist, können wir nicht vermeiden. Aber ich kann inmitten all dieser Turbulenzen meine Orientierung behalten, meinen Überblick. Also wenn ich Sampajanya übe, dann heißt das, dass ich versuche, diese Zielausrichtung zu behalten. Ich behalte in jedem Moment die Initiative. Egal, was an unvermuteten Dingen passiert, nicht die Dinge bestimmen, was ich tue. Ich entscheide. Ich behalte die Initiative mit Blick auf mein Ziel, auf meine Absicht. Und andererseits ist es ganz flexibel. Ja, von Moment zu Moment ändern sich die Bedingungen und jedes Mal entscheide ich neu, was jetzt angemessen ist, um mein Ziel zu erreichen. Das, was in den Plan, den ich mir zurechtgelegt habe, funktioniert jetzt vielleicht nicht mehr. Ich muss ihn wieder ändern. Aber ich lasse ihn nicht von außen ändern, sondern ich ändere ihn mit Blick auf mein Ziel. Diese Übung ist nicht einfach im Familienleben. Ich glaube nicht, dass sie deswegen eine wichtige Übung ist im Familienleben, weil sie besonders einfach wäre, sondern ich denke, dass wir eine besondere Motivation dazu haben können, denn wenn wir es nicht tun, kriegen wir eine besonders saftige Quittung dafür. Ich habe das Gefühl, dass das Zusammenleben mit Kindern mir sofortig Rückmeldung gibt, wenn ich unachtsam bin. Ich kann mir vorstellen, dass man den ganzen Tag am Schreibtisch alleine verbringen kann vor einem Computer mit wenig Achtsamkeit und dass die Folgen nicht so gravierend sind. Man kriegt irgendeine Rückmeldung, aber die ist nicht so gravierend. Aber wenn ich meine Richtung verliere im Zusammensein mit kleinen Kindern, wenn ich mein Gewahrsein dessen, was gerade passiert, verliere, dann gleitet alles sehr schnell in ziemliches Chaos. Und ich habe gemerkt, wenn manchmal die Dinge entgleisen, ja, vielleicht kennt ihr das, also als ich nur ein Kind hatte, passierte mir das nicht, aber wenn man drei hat, passiert das öfter mal. Wenn die Dinge entgleisen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt läuft überhaupt nichts mehr nach Planung, ich weiß nicht mehr, wo es lang geht und alle werden gereizt, es gibt Streit und ich weiß nicht mehr, wo ich bin, ist das fast immer eine Folge davon, dass mir Sati Sampajanya fehlt, dass mir Achtsamkeit fehlte. Und es ist eine natürliche Neigung, wenn Kinder sind anstrengend, ja, kleine Kinder sind anstrengend und die natürliche Neigung ist, sich auszuklinken ab und zu, einfach abzuschalten, die Ohren auf Durchzug zu stellen, in eine innere Welt zu versinken und nicht mehr mitzukriegen, was um einen rum passiert. Aber die Folgen sind unangenehm, wenn man das tut. Ja, die Folgen kommen sofort. Ich weiß, wenn ich das mache, und ich mache das natürlich oft, meine Ohren auf Durchzug stellen, werden meine Kinder gereizt, fangen an, miteinander zu streiten, ich bekomme sofort die Quittung. Wenn ich aber dieser Versuchung widerstehe, mich auszuklinken, unachtsam zu sein, sozusagen in eine innere, andere Welt zu versinken, wenn ich der Versuchung widerstehe und versuche, ganz da zu sein, in dem Moment, dann passiert oft was ganz Unerwartetes. In dem Moment, wo ich merke, oh, ich will mich dem jetzt nicht zuwenden und ich tue es aber doch, ich wende mich dem Kind zu, auch wenn ich denke, es hat wirklich nichts Signifikantes zu sagen, es redet schon seit 10 Minuten unterbrochen, aber ich wende mich zu, kann manchmal was ganz Schönes passieren, ist, als ob plötzlich eine Freude und ein Raum entsteht. Ja, plötzlich tun sich Momente von großer Schönheit und Freude auf, die nicht ganz da bin, die nicht da sind, wenn ein Teil von mir fehlt. Okay, das waren 4 Bereiche, von denen ich glaube,
besonders geeignet sind für die Praxis im Familienleben. Und es gibt viel mehr. Ja. Man kann nicht alles an einem Abend ansprechen. Ich möchte aber, bevor ich abschließe, noch 5 konkrete Tipps formulieren. Ich habe mir überlegt, was würde ich jemandem sagen, der mich fragt, was glaubst du, was nötig ist, um als Eltern wirklich wirksam praktizieren zu können? Und ich möchte mit diesen 5 konkreten Tipps abschließen. Und ich glaube, wenn man sie beherzigt, kann man ziemlich zuversichtlich sein, dass man eine solide Praxis haben wird und weiterkommen wird. Erstens, der erste Tipp. Mach dir klar, dass Familienleben oder dass Familie kein Hindernis für das Streben nach Erleuchtung ist. Ja, mach dir klar, dass diese Situation hat alle Zutaten, die du brauchst, um zu erwachen. Du brauchst nichts anderes als das, was hier ist. Ja, es ist ganz wichtig, sich das selbst klar zu machen, davon tief überzeugt zu sein. Das bedeutet auch nicht nur, dass es kein Problem ist, dass ich eine Familie habe. Ich kann in dieser Situation wirklich praktizieren. Es bedeutet auch, dass ich meine Familie nicht benutzen kann, als Ausrede nicht zu praktizieren. Ja, Familie, Kinder, selbst wenn es mehrere sind, Beruf, ist keine Ausrede, nicht zu praktizieren. Also benutze deine Kinder nicht als Ausrede, deine Praxis zu vernachlässigen und benutze deine Praxis nicht als Ausrede, deine Kinder zu vernachlässigen. Familienleben ist alles da, was wir brauchen für eine effektive Praxis. Und ich dachte, vielleicht ist dieser erste Punkt ein klein bisschen noch wichtiger für Väter als für Mütter. Und der zweite Punkt ist vielleicht ein klein bisschen wichtiger für Mütter als für Väter. Der zweite Punkt ist, schaff dir Freiräume von Familie. Ja, das klingt wie ein Widerspruch, nicht wahr? Erst zu sagen, mach dir klar, alles ist da, was du brauchst. Und zweitens, schaff dir Freiräume. Ich glaube, dass es wirklich notwendig ist, um in der Familie effektiv praktizieren zu können, immer wieder auch Zeiten zu haben, in denen wir uns aus dem Geschehen rausziehen, in denen wir alleine sind mit uns selbst und wieder zur Besinnung kommen, wieder uns selbst auftanken, wieder Orientierung finden. Worin besteht meine Praxis? Wohin will ich? Wie geht's mir? Wir brauchen diese Zeiten zum Auftanken, um dann wieder in der Familie aktiv die Gelegenheit nutzen zu können, die sich da bieten. Und ob diese Freiräume nur einige Stunden sind oder Tage oder idealerweise auch eine Woche für Retreats, ist vielleicht nicht so wichtig. Wobei ich denke, ja, es ist schon richtig wichtig, sich auch Zeit für Retreats zu schaffen, auch mit Kindern, gerade mit Kindern. Also schaff dir Freiräume. Und ich muss sagen, manchmal glaube ich, dass vor allem Mütter auf ihren Kindern so sitzen wie Hühner auf Eiern. Ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe. Aber wir Mütter finden es manchmal nicht leicht, unsere Kinder loszulassen. Vor allem, wenn sie klein sind. Aber manche finden es noch nicht leicht, wenn sie schon Teenager sind. Also unsere Kinder können gut mal eine Weile ohne uns sein. Und es ist eine der besten Sachen, die man machen kann für eine gute Vater-Kind-Beziehung, ist, wenn Mütter ab und an mal für eine Woche verschwinden. Das kann ich aus eigener Erfahrung mit großer Sicherheit behaupten. Und ich weiß gerade, als meine Kinder, ja, mein Jüngster ist jetzt 3, vielleicht ändert sich das jetzt, aber gerade in den ersten 2, 3 Jahren, wenn ich auf Retreat fuhr, ja, ich habe mich monatelang darauf gefreut, es war wie so ein Lichtblick am Horizont, ich freue mich darauf. Und dann kam es näher und in den letzten Tagen fielen mir alle möglichen Gründe ein, warum ich jetzt eigentlich keinen Retreat brauche. Es ist so schwer, sich, gerade wenn die so klein sind, so von seinen Kindern zu trennen. Es ist, als müsste man irgendwie so richtig einen Kraftakt machen, um sich zu lösen. Aber es tut gut. Kinder können ohne ihre Mütter sein, wenn sie in liebenden Händen sind von Vätern, Omas oder sonst jemandem. Ja, und ich habe es nie bereut, wenn ich auf Retreat gefahren bin. Nie. Und vielleicht, was auch helfen kann, ist, sich klarzumachen, wenn ich mir Freiräume von Familie schaffe, tue ich das nicht aus einer egoistischen Motivation, jedenfalls nicht nur. Es tut allen gut. Wenn ich frisch aufgetankt und wieder in Verbindung mit meinen spirituellen Idealen nach Hause komme, haben alle was davon. Mein Ehepartner, meine Kinder, alle Familienmitglieder haben eine Menge davon, wenn ich meine Batterien wieder richtig geladen habe. Es ist viel besser, Mütter oder Väter zu haben, die ab und zu weg sind, als solche, die griesgrämig, missmutig und genervt die ganze Zeit zu Hause sitzen. Und ich denke, wir können vielleicht kreativer sein. Ja, gerade vielleicht Leute, die auch alleinerziehend sind, finden es nicht leicht wegzukommen. Oder die vielleicht keinen Partner haben, der bereitwillig mal sagt, okay, ich schmeiß den Laden für eine Woche, fahr auf Retreat. Aber vielleicht können wir kreativer sein, auch innerhalb des Sanghas. Also ich weiß, dass ich in der Vergangenheit 4-mal für verschiedene Freundinnen von mir jeweils 1 bis 2 Wochen deren Kinder gehütet und deren Haushalt geschmissen habe, während die auf Retreat fuhren. Und das war eine sehr, sehr schöne Verbindung, die dadurch zwischen uns entstanden ist. Und ich habe auch inzwischen 2 solche Angebote von Freundinnen für mich gehabt. Das heißt,
Vielleicht können wir ein bisschen kreativer sein und uns gegenseitig helfen, wirklich diese Freiräume zu bekommen. Sind kostbar und notwendig. Drittens, erhalte ein realistisches Maß an formaler Praxis. Erinnert euch, um die Farben wirklich auf die Leinwand bringen zu können, braucht man den Pinsel. Er muss nicht groß sein, vielleicht reicht auch am Anfang nur ein Pinsel, aber wir brauchen ein bisschen Pinsel, ein bisschen formale Praxis. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, es gibt niemanden, der ein Leben führt, das so voll ist, dass man das nicht irgendwie einrichten kann. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der nicht irgendwie jeden Tag 10 Minuten irgendwo erübrigen könnte für formale Praxis. Ich denke, es ist viel besser, weniger davon zu haben, aber dafür wirklich regelmäßig, täglich, als dieses Stop and Go, was ich auch von mir kenne. Ich denke, so, jetzt stehe ich morgens um 5.30 Uhr auf. Und wie lange halte ich das durch? 15 Minuten zu meditieren, bevor ich die Kinder wecke. Ich halte das meistens nicht lange durch, wenn ich es denn mache. Also besser ist, so mit den Grauzonen zu arbeiten, statt etwas ganz idealistisch zu machen und dann es nicht durchzuhalten, ist es besser zu schauen, was kann ich realistisch in meinem Leben an formaler Praxis einrichten. Vielleicht sind es keine 40 Minuten, vielleicht sind es nur 10 Minuten auf dem Kissen. Vielleicht bin ich sogar, ja, als meine Kinder neugeboren waren, merkte ich, ich war viel zu müde und viel zu vage im Kopf, um zu meditieren. Ich kann Mantra singen, ich kann einen Text laut lesen, Verse, die mich berühren, laut lesen. Ich kann irgendetwas tun, was mich mit meinem Ideal wieder in Verbindung bringt. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Viertens, suche dir konkrete Übungsfelder im Alltag. Ja, die Betonung ist nicht so sehr auf Alltag, sondern auf konkret. Ja, dass wir im Alltag üben können, habe ich sicherlich genügend Beispiele für gebracht. Aber wenn das so vage bleibt und wir sagen, ach, ich will achtsamer werden, im Moment versuche ich mir achtsamer zu werden, ist viel zu vage. Es ist viel besser, sich eine konkrete Übung rauszusuchen und zu überlegen, okay, was will ich jetzt machen? Ja, je spezifischer und je messbarer unsere Vorsätze oder unsere Übungen sind, desto besser. Wenn ich mir vornehme, einfach nur achtsamer zu sein, dann kann ich am Abend nicht sagen, ist mir das gelungen oder nicht. Aber wenn ich mir vornehme, vor jeder Mahlzeit kurz eine Minute rauszugehen und mich darauf vorzubereiten, dass ich versuchen will, bei dieser Mahlzeit achtsam zu sein, das ist was, da kann ich mich anfragen, habe ich das gemacht oder habe ich es vergessen? Ja, das kann ich nachprüfen. Oder ich kann mir vornehmen, zu einem bestimmten Thema abends Tagebuch zu führen, um einen Tagesrückblick zu haben. Also je konkreter wir wissen, woran arbeite ich zurzeit, ich kann nicht an allen Sachen gleichzeitig arbeiten. Ist im Moment Kshanti meine Hauptpraxis oder Großzügigkeit und wenn, in welchen Situationen und wo und wie will ich es üben? Und fünftens und letztens, entwickle und pflege spirituelle Freundschaft. Ich glaube, eine der Gefahren von Familienleben ist, dass es sehr vereinnahmt ist. Ja, wir sind, unsere ganze Energie, unsere ganze Aufmerksamkeit kann aufgesogen werden von diesen 2, 3, 4 Menschen, mit denen wir zusammenleben, je nachdem, wie viel es sind. Ich denke, es ist wichtig, einige, es müssen nicht viele sein, aber einige starke Kontakte außerhalb der Familie zu haben, im Sangha, spirituelle Freundschaft mit Menschen außerhalb der Familie, um einfach ab und an wieder den Blick auf etwas zu richten, was außerhalb der Familie ist. Also um diesen Kontakt mit der Welt, die über der Familie, über die Familie hinausgeht, auch wirklich zu halten. Da jemanden zu haben, der uns wirklich gut kennt. Also nochmal, die 5 Tipps, die ich Eltern, die praktizieren wollen, mitgeben würde, ist, mach dir klar, dass Familie kein Hindernis für Streben nach Erleuchtung ist. Schaff dir Freiräume von der Familie. Erhalte ein realistisches Maß an formaler Praxis und such dir konkrete Übungsfelder im Alltag. Und zum Schluss entwickle und pflege spirituelle Freundschaft. Ich denke, damit kann man ziemlich weit kommen. Okay.